Dass der Max heißt. Und wir haben uns befreundet. Mal irgendwann, ich weiß nicht mehr wann. Ja, da ist schon ein ganz schönes Loch da drin, oder? Wo meinst du? Zwischen Radfahrer hier. So, mit dem zwischen abseitenden Fahren. Ja, ja, klar, ja. Das ist aber schon ja. Und was machen die anderen? Die essen dann nichts. Und die fressen nach Pizza. Wie besser gesagt, essen Pizza. Wieso führen wir sie dahin, wo sie Pizza ist? Oder du willst eine Bratwurst, gibt's auch Schmecken. Ich esse Boris, Wiener schon, das ist der Brötchen. Oder Brötchen gibt's hier. Brötchen. Du hast ja nicht, esse doch Brötchen. Ba 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 ba
Ich bitte dann zum öffentlichen, offiziellen Banddurchschnitt die offiziellen Worte zu richten an die Anwesenden. Es fängt an, unser Amtsdirektor Herr Petzig. Ja, liebe Gäste, liebe Radfahrer und Skater, ein lang ersehnter Wunsch ist doch in Erfüllung gegangen. Es hat wohl von der Idee bis zur Verwirklichung 5 oder 6 Jahre gedauert. Aber gemeinsam mit der Gemeinde Heidelbeck haben wir es dann doch geschafft, diesen Radweg zu bauen. Und Sie haben das schon gemerkt, es ist eben eine Doppelnutzung, die wir hier haben. Durch die natürlichen Gegebenheiten ist der Weg eben auch teilweise so ausgelegt, dass die Landwirtschaft den nutzen kann. Für Radfahrer sicherlich kein Problem, für Skater, wenn die Straße nicht so sauber gemacht wird, dann wäre es schon nicht so schön. Vielleicht noch ein paar Daten zu dem Abschnitt. Wir stehen ja hier an der Gemeindegrenze, ist auch Kreisgrenze noch. Aber wenn die Kreise nachher zusammengeschlossen wären, dann fällt der weg. Und der Abschnitt Kemlitz ist 1,58 Kilometer. Die Breite haben Sie gesehen, die variiert, also ist hier durchschnittlich 3 Meter. Und man sollte nicht glauben, aber so ein Radweg, der kostet auch eine Menge Geld. Das waren hier 240.000 Euro. Und davon haben wir 151.000 Euro gefördert bekommen über das Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Flurneuordnung in Potsdam. Das war auch nicht ganz unproblematisch, weil Heidelbeck, da ist das Amt in Lukow zuständig, sodass sich auch die Behörden untereinander abstimmen mussten. Und wie das so ist, Grenzen dem Radfahrer interessieren sie nicht. Aber wenn bei Behörden um Grenzen geht, dann ist es manchmal nicht so einfach. Ich freue mich ganz besonders, dass wir da wir ja mit diesem Weg oder mit diesem Lückenschloss haben wir einmal die Möglichkeit, von Dahme auf das Fahrrad nach Oko zum Bahnhof zu kommen. Andererseits hat sich dadurch ein weiterer Rundkurs ergeben. Man kann dann hier Falkenberg, Pickel Pitschen, Wildau-Wenddorf über ländliche Wege wieder zurück nach Dahme kommen. Das sind so rund 30 Kilometer, sodass wir eigentlich doch verschiedene oder mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben, wie man so sagt. Und was ich beinahe vergessen hätte, man kommt natürlich auch von hier aus, wo wir nachher hinfahren, zum Hörbeikhof. Aber ich freue mich, dass so viele gekommen sind und übergebe das Wort an meinen Kollegen, Herrn Deutschmann aus Heidelbeck. Ja, werte Gäste. Auch wir Heidelblicker freuen uns, dass Sie der Einladung so zahlreich gefolgt sind. Die Verbindungen nach Dahme sind, so habe ich heute früh beim Umblättern des Kalenders festgestellt, eine wichtige Sache. Im Mai vor 28 Jahren fuhr ich auch zum Rathaus nach Dahme. An der Tür stand aber nicht Bauamt, sondern Standesamt. Dieser Radweg ist nicht nur eine Verbindung von A nach B, wie es Frank Pitzig sagte. Es geht über Kreisgrenzen und wir erhoffen uns davon durchaus auch eine Belebung des Tourismus bei uns in Heidelbeck, letztendlich ja sogar mit Verbindung bis in den Spreewald hinein. Stichwort sei hier der Höllberghof, wo ich Sie alle schon recht herzlich einladen möchte, dass wir uns heute auch auf dem Höllbergfest noch wiedersehen. Oder wenn ich die Frau Schimpke sehe, Bundestagskandidatin für die Wahlkreise Teltow-Fleming und LDS, wahrscheinlich ist die Bundesregierung schon weiter als wir hier unten. Auch herzlich willkommen. Und wir sind also auch sehr zufrieden. Ich will es nicht nochmal erläutern, dass wir hier zwei unterschiedliche Fördermittelstellen und so weiter haben. Bedanken möchte ich mich nochmal beim Amt Dahme. Die waren federführend für die Baudurchführung. Das hat alles sehr gut geklappt. Also herzlichen Dank. Ein weiterer Dank gilt Herrn Reese. Er war hier der zuständige Planer für dieses Projekt und auch der Landwirtschaft. Da sehe ich den Norbert Zittlau. Die mussten also auch ein bisschen Verständnis aufbringen, hier immer die notwendige Kooperation walten zu lassen. Wie gesagt, ich hoffe also, dass wir davon gemeinsam profitieren werden, sowohl Fleming steht, Teltow-Fleming, als auch hier Heidelbeck mit dann weiter in den Spreewald. Und wir kommen dann zum offiziellen Banddurchschnitt. Anschließend haben die Falkenberger am Gemeindehaus noch einen kleinen Imbiss vorbereitet. Und wer dann auch möchte,
kann entsprechend zum Höllwaldhof weiterfahren. Für die Tourismusexperten und Interessierten unter Ihnen haben wir im Gemeindehaus in Falkenberg noch eine kleine Präsentation von so einer App, die zurzeit eine Firma in Heideblick entwickelt für diese Smartphones hier. Die behandelt auch den Tourismus, dauert ungefähr 10 Minuten. Also wer Interesse hat, der kann sich das dann da drin mal angucken, gibt einen kleinen Vortrag. So, lange Rede, kommen wir zum amtlichen Teil der Angelegenheit. Na dann. Super.
ne? Ja. Eine Beine musst du was haben. Hallo. Und am 1. Juni machen wir neu. Thank you.
Auf die Flüchtlinge, die ja nur alles verlassen mussten. Aber ich meine, so wie Mecklenburg, da sind die Amis reinmarschiert. Da musste ich Grüße schon kaufen. Und dieses Jahr mit dem Jahr, das noch ein bisschen stimmt. Na, fein, machst du das. So, noch ein bisschen Erde. Ja, noch ein bisschen wenig, da muss man ein bisschen zumachen. Ja, ja, siehst du, Opa, Onkel, hilft dir mal ein bisschen mit. So. So, und jetzt, pass auf, jetzt machst du mit dem Daumen, so, so, und schön reindrücken, dass du oben Wasser ranpasst. Hey? Ja, fein hast du das gemacht. Guck, jetzt hast du den Wasser ran, und wenn du zu Hause bist, dann gießt du das, weil jetzt geht's nicht, sonst läuft das Wasser unten raus, nicht? Zu Hause gießt du das, und dann hast du eine schöne Pflanze. Und dann kannst du dir Schnittlauch auf Brot machen, ne? Ja, prima. In dem Korb da unten steht das Eis immer drin. Und dann machen wir noch ein bisschen Erde zu. So, ne? So, und dann machen wir hier nochmal ein bisschen Erde rein. Das mache ich mal. Und
stellen wir es hier rein. Und dann kannst du mit nach Hause nehmen und dann schön feucht halten, nicht? Und das wächst dann. Ich habe hier ein ganz gar geheimnisvolles Päckchen. Und wenn ich einmal dieses Päckchen öffne, was haben wir denn da, Christopher? Aha, hier sind zwei unwahrscheinlich sehr, sehr wertvolle Vasen, hat der Verkäufer gesagt. Siehst du hier irgendetwas Verdächtiges an diesen Vasen? Ja. Ach so, das Rote. Na gut, dann nehme ich mal das Rote heraus. Da kannst du mal das Rote dir angucken. Was ist denn das? Seil. Springseil. Und dann gebe ich euch mal diese Vase hier. Könnt ihr mal diese Vase überprüfen? Ich auch eine Vase überprüfen. Christopher, du darfst dir jetzt ein Seil und eine Vase aussuchen. Naja, die Seile hast du in der Hand und die Vasen sind im Volk. Na, du suchst dir erstmal ein Seil aus und eine Vase und die andere Vase und das andere Seil gibst du mir zum Beispiel. Naja, dann such dir doch mal ein Seil aus. Wie viel sind das? Wie viel sind das? Zwei! Da kannst du ja von den zwei Seilen dir eins aussuchen. Aha, welches soll ich jetzt nehmen? Das soll ich jetzt nehmen. Und jetzt gehen wir mal hier ein bisschen näher ans Publikum heran. Jetzt darfst du dir auch noch eine Vase aussuchen. Welche Vase soll ich jetzt nehmen? Die? Und die andere Vase? Holst du wieder herbei? Aha. Und jetzt machen wir vor aller Augen voll großen Fokus-Pokus, ja? Wir nehmen ganz elegant die Vase in die linke Hand. Ganz elegant die Vase. So, sondern so. Oh. Und dann werden wir ganz geschickt einen dieser Enden von dem Seil in die Vase einfädeln. Dann kommt der sehr verblüffende Trick. Ich helfe dir ein bisschen. Ne? Ne? Und voilà. Ne? Und ja, ja, hat er. Unglaublich, das Volk rastet aus. Christopher, jetzt lassen wir die Rechte über den Vasenboden kreisen. Du nimmst deine Linke dazu, das ist egal. Ja. Dann, Christopher, greifen wir den Boden der Vase und lassen die Linke einfach los. Ja? So war das aber nicht ausgemacht, Christopher. Wie, du kannst das nicht. Du hast wahrscheinlich bloß. Ich hab gesagt, dafür kann ich nicht. Du hast wahrscheinlich bloß das falsche Seil genommen oder die falsche Vase. Wir können doch einmal tauschen. Was tauschen wir denn? Seile, Vasen. Wollen wir nochmal die Seile tauschen? Nicht? Und die Vasen nochmal? Und wollen wir vielleicht nochmal die Seile tauschen? Und danach die Vasen? Und hast du jetzt alles gut ausgesucht? Oder wollen wir noch mal tauschen? Nicht? Gut, Christopher, wir fangen noch einmal von vorne an. Wir nehmen diesmal die Vase elegant in die linke Hand. Das andere links. Oh, und dann so hier, ja? Jo, er hat es. Und dann ganz geschickt einen dieser Enden in diese Vase hineinfädeln. Christopher, jetzt kommt der ganz verblüffende Trick. Schau genau, was ich mache. Und voilà! Ja! Mach das auch! Kriegt keiner mit! Mach das auch! Ja! 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 Und jetzt rumdrehen! Ja! Hat er! Unglaublich! Ihr seid das Volk und ihr rastet normalerweise aus bei solchen Aktionen. Na ja, gut, na ja, gut. Christopher, jetzt lassen wir noch einmal die Rechte über den Vasenboden kreisen. Du musst dich aber schön auf deine Vase konzentrieren, ja? Nicht auf meine Vase starren. Ja? Einfädeln. Ja? Und voilà.
Hat er! Jetzt lassen wir die Rechte über den Vasenboden kreisen. Dann greifen wir den Boden der Vase und lassen die Linke einfach los. Christopher, ich bin total erstaunt. Der krabbelt mir an meinen Fuß herum. Und wir können jetzt auch noch die Vase hin und her baumeln lassen. Christopher, wollen wir vielleicht noch mal die Seile tauschen? Oder die Vasen? Oder Christopher, weißt du? Hä? Was ist denn das? Christopher, weißt du, ich habe eine gute Idee. Wenn du nach Hause kommst, gehst du in den Schrank von deiner Mami, nimmst das edelste Porzellan heraus. Ach so, ja, dann gehst du zur Heimleitung, kein Problem. Nimmst du ein Stück Porzellan, ein Stück Wäscheleine und dann übst du. Nächstes Jahr sehen wir uns hier wieder, ja? Da bist du noch da. So, gebt denn einen kräftigen Jubel eurem Christopher hier.
Thank you.
Nee, das machen wir morgen oder übermorgen. Ja.